Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder einen Snack für euch. Es ist auch ein Hauptgericht. Ihr kennt es vielleicht schon vom Hören. Es sind Quesadillas. Das sind einfach gefüllte Wraps, die wir in der Pfanne bzw. im Ofen kann man die machen. Die werden bei mir mit Tandoori Chicken. Also ich mache einfach so Pulled Chicken mit echt exotischen, leckeren Gewürzen. Das wird dann so zerrissen wie Pulled Chicken eben. Und mit dem und Cheddar füllen wir das dann. Und einfach nur mega lecker. Und das ist dann einfach ideal. Wir haben zum Beispiel heute vor, dass wir Nachmittag noch was unternehmen. Da ist es immer gut, wenn man ein bisschen eine Jause mit hat. Die kann man eben auch kalt super essen. Und das ist mein Plan und ich zeige euch, wie ihr euch das genauso vorbereiten könnt. So, anfangen dann mal mit dem Zwiebel, Knoblauch und Ingwer. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir legen gleich los. Ich habe da jetzt ein bisschen rote Zwiebel, zwei Knoblauchzehen und wie ihr da seht, so ein bisschen gecrushter Ingwer von Lucoma. Ihr könnt einen frischen Ingwer verwenden, ihr könnt einen gemahlenen Ingwer verwenden, ihr könnt den auch weglassen. Nur, dass ihr das wisst, der ist optional und das kommt jetzt mal in den Mixtopf und wird für 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Jetzt kommt da dazu, nachdem ihr mal alles am Boden runtergegeben habt, ja, Gemüse, Geflügelfond. Ihr könnt auch natürlich einfach Wasser verwenden stattdessen und optional diese selbstgemachte Gewürzpaste für Hühnerbrühe. Ich habe die nicht drum, habe immer ganz gerne einen Geflügelfond, aber könnt es genauso verwenden. Und das kommt jetzt einmal in den Mixtopf. Dazu nur das bisschen restliche Wasser. Und so. Genau, das war's schon. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf und jetzt tun wir das Ganze mal für 6 Minuten auf 100 Grad Stufe 1 erhitzen. So, in diesen heißen Sud kommt jetzt unser Hühnchen rein. Dazu ich einfach diese Sanso-Streifen, 3 bis 4 cm lang. Nicht zu dick. Und die gehen wir da jetzt rein. Bitte passt auf, dass sich da nichts entgegenploppt oder ins Gesicht spritzt. Vorsichtig. Und dann lasst es mit dem Spatel einmal da so reinrühren. Deckel wieder drauf. Und jetzt wird das Ganze für 13 Minuten auf 98 Grad im Linkslauf mit dem Kochlöffel gerührt. Jetzt ist unser Hühnchen fertig gegart einmal. Das heißt, es schaut jetzt ja, ein bisschen unspektakulär nur aus. Das wird jetzt durch den Gareinsatz am besten. Stützt euch den in die Abwasch, tatzt das ab sein und dann schmeißt euch das Hühnchen mit dem Rest wieder rein in den Mixtopf. So schaut das jetzt aus und jetzt wird das Ganze für 5 Sekunden im Linkslauf auf Stufe 4 zerkleinert. So, unser Pulled Chicken gibt es jetzt da. Ich sehe gerade, das ist glaube ich, also, nein, ein größeres Schüsselchen. Unser Pulled Chicken ist einmal fürs Erste fertig, wird auf jeden Fall seinem Namen gerecht. Und das holen wir uns jetzt einmal in eine größere Schüssel raus. Es wird echt diesen Geschmack, der ist mega. Also das kann ich euch jetzt schon versprechen. Auch jetzt dann mit dem Finish, den wir ihm noch geben, das müsst ihr echt unbedingt ausprobiert haben. Und das könnt ihr auch für Burger zum Beispiel verwenden, also so ein Pulled Chicken Burger. Und ihr seht, es geht ja in der Zubereitung wirklich schnell. Schneller auf jeden Fall wie manche andere Pork, Pulled Beef Sachen, wirklich grenzgenial. So, jetzt geht es nur noch weiter mit unserem Saft dafür. Und dafür ist es jetzt im Endeffekt so, dass wir bis auf den Cheddar und die Wraps, also es kommt die Kokosmilch in den Mixtopf. Das tatsächlich da einfach so stehen lassen dabei.
Und dazu jetzt die ganzen Gewürze. Und da ist eben der Chili zum Beispiel ist optional. Das ist einfach wirklich euer Geschmack. Garam Masala, wenn man das so ausspricht, ist diese Gewürzmischung, die könnt ihr euch selber zubereiten. Ist auch in der Cookie-Dua Rezept dafür. Den Link störe ich auch unten rein in die Videobeschreibung. So, und jetzt wird das nur kurz für 10 Sekunden auf Stufe 3 miteinander vermischt. Ja, und was tun wir jetzt noch? Diesen leckeren Sud oder diesen Saft mit der Kokosmilch, das leeren wir uns jetzt einfach da alles so schön drüber. Keine Angst vor Gewürzen. Dieses Exotische mit der Kokosmilch, das macht einfach so einen geilen Geschmack. Ich kann euch das gar nicht sagen, wie geil. Das müsst ihr wirklich ausprobieren. Und jetzt darf das wirklich schön mischen. Und dann lassen wir das dabei ein bisschen nur stehen und richtet euch in der Zwischenzeit auch schon mal alles her für die Quesadillas. So, wie ihr seht, habe ich jetzt für die Fülle und einfach fürs Finale quasi, für die Zusammenstellung von unseren Quesadillas alles vorbereitet. Ich habe mir jetzt nur entschieden, dass ich zu dem Pulled Chicken nur ein bisschen Avocado in ein paar rein tue. Natürlich nur bei den Personen, die Avocado auch essen und mögen. Dann ein bisschen an Mais. Ich habe eben einen geriebenen Cheddar. Den könnt ihr euch natürlich auch im Thermomix für 4 Sekunden auf Stufe 7 rein und zerkleinern. Könnt ihr genauso machen, aber ich habe den eben schon fertig. Und diese 12 Fladenteile da, die Wrap-Dinger, die kennt ihr. Ihr könnt die natürlich auch selber machen, wenn ihr das wollt. Habe ich jetzt nicht. Genau. Und jetzt schiebe ich mir das da zur Seite. Nehmt eine Pfanne, die ein bisschen einen nicht zu hohen Rand hat, wo es euch einfach mit dem Wenden dann leichter tat. Ich mache das immer mit Hilfe von einem großen Teller. Ich zeige euch das jetzt da. Und tue mir die jetzt auf mittlerer Hitze einfach erwärmen. Und ein bisschen Öl rein und dann geht's schon los. Wie ihr seht, habe ich da eben einen Teller, wo das wirklich schön raufpasst. Und wenn die Pfanne dann fertig ist, dann nehmt euch einen Fladen, also euch eine Tortilla Wrap Dingsdibumsdi, wenn die warm genug ist, so muss ich sagen. Nicht heiß, aber wirklich doch warm. Also sie darf auf jeden Fall warm sein. Dann nehmt euch einmal so viel Käse, dass einfach so ein bisschen die Oberfläche da, also nicht allzu viel. Aber wir brauchen den Käse, müsst ihr euch vorstellen, der ist so unser Bindemittel zwischen den Wrap-Fladen, der Fülle und natürlich dann dem zweiten Wrap wieder. Also das ist einfach, damit der Käse das Ganze schön miteinander verschmilzt. Und natürlich ist er auch für den Geschmack da. Wäre jetzt da ein Blödsinn, wenn man mal sagt, der ist auch nicht ein Geschmacksgeber, natürlich, aber hat auch eine wichtige Funktion. So, und da drauf gebe ich jetzt da ungefähr ein Sechstel von der Fülle, weil wir machen uns aus 12 so Wrap-Dingern, machen wir uns 6 Quesadillas. Also ein Sechstel dazu da oben drauf verteilen. Wichtig ist auch, dass ihr nicht den Fehler macht und da eben gleich zu viel reingebt, weil sonst hält euch das später nicht und dann ärgert euch das ziemlich. So, da gebe ich jetzt da ein bisschen an Mais drüber. Auch nicht zu viel, wirklich einfach nur so ein paar Körnchen, dass überall ein bisschen was ist. Und bei denen, wo ich mag, Avocado. So, und zu guter Letzt dann eben nochmal einen Cheddar. So. Und da drauf natürlich wieder ein Flap, das wird die Fladen und Wrap, Flap. Einen Fladen, Wrap, wie auch immer, und den ganzen dazu ein bisschen andrücken. Und dann lassen wir das ungefähr 2-3 Minuten auf einer Seite und dann zeige ich das Wenden. So, ihr könnt auch mit Hilfe von einem Deckel das ein bisschen beschleunigen, dass einfach der Käse zum Schmilzen anfängt. Oben, das ist wichtig, gell, bevor es ihn wendet, damit der Halt schon mal gegeben ist. Und jetzt schiebt euch das quasi, ihr könnt auch so ein bisschen ein Hilfsmittelchen verwenden, das raus und dann, man greift eine Pfanne nie von unten an, das dann quasi Stella drauf und stürzt euch das Ganze wieder rein. Und ja, so schaut das jetzt aus.
Jetzt muss auf der anderen Seite nur mit 2 bis 3 Minuten. Einfach wirklich schön, dass das alles sich schmelzen kann. Und dann gebe ich mir das auf ein Backpapier mit, auf ein Backblech mit Backpapier, einfach zum Abkühlen. Und währenddessen mache ich alle anderen genauso fertig. Genau, das tue ich jetzt. Also, meine Quesadillas sind alle rausgebacken, abgekühlt. Ich habe mir die jetzt in so Viertel geteilt und habe da im Endeffekt solche wie so Pizzaschnitte fast. Und die könnt ihr euch jetzt, ich habe es für einen Ausflug, wie gesagt, wir sind jetzt dann unterwegs, das ist unser Jause. Ich habe die jetzt eingepackt, packe die restlichen jetzt nur dazu. Und wenn das nicht einfach nur gut ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Und jetzt bin ich eigentlich nur noch so weit, dass ich euch viel Spaß beim Nachmachen wünsche. Lasst es euch schmecken. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar, sagt mir, was ihr davon heute, wie es euch geschmeckt hat. Und ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch alles Liebe. Ciao!